BVG auch mit Plan Film arbeiten. Das heißt also, das verbieten wir gerne als und die cm dicke Ziegelwand reingemauert. Das diente vor allen Dingen der Situation, wenn es hier drin zu einem Brand gekommen wäre oder tatsächlich eine Bombe in den Tunnel eingebrochen wäre, dass man also diese Luftschutzanlage nicht komplett hat verlieren müssen, sondern dass also eine Sektion nur getroffen war. Das ist der Hochausstieg, den ich vorhin noch ein bisschen versucht hatte zu erläutern. Dieser Hochausstieg, der ist viel bequemer. Ihr seht auch diese Eisentreppe oder Eisenleiter nach unten ist nicht ganz so tief. Über dem Tunnel eine 1,50 Meter starke Erdüberschüttung heutzutage zu sehen ist. Göppitz hat damals nämlich gesagt, 6 Meter Trümmerschutt entspricht 1 Meter Stahlbeton. Das heißt, wenn irgendwo ein Haus von oben getroffen wurde, dann hat man den Trümmerschutt also fast über solche unterirdischen Schutzanlagen drüber zu schütten. Vielleicht sogar voll. Ja, hier sieht man links an der Wand diese sogenannten Kabelregister, was ich vorhin im anderen Bahnhof schon versuchte zu berichten. Hier sieht man, wie die Kabelregister aussehen, sodass man also tatsächlich hier in so einem Regalsystem diese Leitung dann einlegen kann. Das, was hier übrigens so dunkel am Boden zu sehen ist, das ist Lager- und Getriebeöl. Die alten Fahrzeuge hatten ja noch keine Kugellager an den Achsen, sondern hatten Gleitlager. Und die wurde, wie der VW Käfer das auch hatte, mit so Schmiernippeln immer wieder nachgefettet. Und bei Dampfloks hat man das immer gesehen, wenn dann so der Heizer mit seiner Ölkanne die ganzen Gleitlager nachgefettet hat. Und wenn die Fahrzeuge abgestellt waren und hier standen die eben stundenlang, dann tropfte eben.
der neuen Schlussrunde mit dem Altbautunnel dann nochmal nachträglich zusätzlich abgedichtet hat. Und diese Bitummasse, die wird ja durch Druck nochmal kurzfristig flüssig.